Hallo Freunde, heute machen wir richtig was Krasses. Und zwar, wir fahren diese Mega XXL-Rampe runter mit Supersportautos und fliegen diese Piste runter. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und heute am Start Porsche, Aston Martin, Audi, Bugatti, das ist eine Überraschung, ein McLaren und ein Lamborghini. Diese Supercars habe ich mir ausgesucht, weil ich die einfach nur cool finde. Seid ihr bereit? Let's go! Wir starten mit dem Porsche 911 GT3. So, langsam anfahren. Sound. Und jetzt Vollgas. Junge, Junge. Ich bin mal gespannt, wie schnell er wird. Und knapp 300 km/h. Und wie weit liegt er? 480 oder 485 Meter ungefähr. Ah, der Wagen ist platt und landet genau im Pool. Hammer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es geht weiter. Lamborghini Murcielago. Der Wagen ist ein Klassiker. Den finde ich einfach nur klasse. Das ist der Lamborghini Sound. Der ist einfach nur geil. So, jetzt Vollgas. Come on, come on, come on. Junge. Das ist einfach nur geil. 300. 300 km/h hat er die Rampe verlassen und jetzt, wie weit kommt er? Ja, ein bisschen weniger. 470 Meter und in den Pool. Das war gut, aber das hat es nicht so weit geschafft wie der Porsche. Jetzt am Start McLaren 650S. Das ist auch ein super schneller Wagen. Ich bin mal gespannt, wie schnell er wird. So, jetzt langsam. Boah, hast du das gehört? Hast du das gehört? Wahnsinn. Schnell, wieder genauso schnell wie Lamborghini. Der wird noch schneller. 309 km/h. Und er macht einen Überschlag. Und. Ne, der kommt aber nicht so weit. 420 Meter. Und er überschlägt sich mehrmals und will einfach nicht anhalten. Schau dir das mal an. Krass. Krass. Ich bin mal gespannt, ob der noch fahren kann. Tatsächlich, der kann noch fahren. Wahnsinn. Dieser Audi ist ein Monster. Schau dir diesen Auspuff an, Junge. Alter, ich werd verrückt. Das ist ein Audi R8 V10 Plus Turbo. Hör dir diesen Sound an. Das ist Wahnsinn. Der Wagen ist einfach eine Rakete. Wow. Wie schnell wird er? 340. Ah, 500, genau 500 Meter. Das ist ein neuer Rekord. Ich werde Wahnsinn. Schau mal, wie platt der Wagen ist. Eine weitere Legende. Bugatti Veyron Supersport. Der Wagen war mal eine Zeit lang der schnellste Wagen der Welt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er diesmal wird. Der ist zwar nicht der schnellste von 0 auf 100, aber macht die anderen Autos platt auf längeren Strecken. Ich bin mal gespannt, wie schnell er wird, wenn er die Rampe verlässt. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so schnell wird für der Audi vorhin. Und 300, ja, 320 km/h, aber vielleicht fliegt er noch weiter. Ah, knapp, knapp, 480 oder 450 Meter ungefähr. Und ladet wieder im Pool. Nicht schlecht für einen Bugatti, aber ich dachte, der fliegt weiter. Dieser Wagen ist einfach der Wahnsinn. Hört einfach den Sound. Hört einfach zu. Krass, oder? Ja, das ist ein Monster. Ich liebe dieses Auto. Das ist ein Aston Martin Vulcan. Wow. Heftig. Hörst du das, Junge? Oh. einfach geil. Das war nicht der schnellste und ist nur bei 420 Meter gelandet. Aber hast du diesen Sound gehört? Das ist einfach. Ich kann es nicht beschreiben, dieses Gefühl. Aber na gut, es geht weiter. Und jetzt kommt die Überraschung. Die Überraschung des Jahres. Es ist Cerberus GT 9000. Diesen Wagen gibt es nicht wirklich. Aber es muss den geben. Der ist einfach nur geil. Und vor allem, der ist so schnell. Hör der diesen Sound. Aber gleich wirst du starr. Es ist Wahnsinn. Über 430 km/h und das ist ein Rekord.
Das ist einfach nur geil. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal.